Franka, wir beide haben uns gerade vor der Sendung erst kennengelernt. Du hast mir sofort das Du angeboten. Das will ich jetzt gerne auch auskosten. Gerne. Deswegen Du. Wir hätten über so viele sprechen können. Du hättest uns so viele Themen mitbringen können. Aktuelles aus dem Nachrichtengeschäft, wir beiden Frauen, Frauen in den Medien. Aber du willst gerne über Männer sprechen. Und zwar über alte, nicht weiße Männer, sondern weise Männer. Warum? Ja, zum einen, der aktuelle Anlass ist natürlich, dass wir unter diesem Titel meine wirklich ganz tolle Freundin Nena Brockhaus und ich, eine tolle Powerfrau, wir haben gemeinsam unser erstes Projekt, und es ist wirklich ein Liebesprojekt, geschrieben, das Buch Alte, Weise Männer. Und das ist jetzt überhaupt gar nicht zu interpretieren als eine spitze These, um ein bisschen Hektik in diese sehr schöne, entspannte Runde zu bringen, sondern es ist eine absolute Überzeugungstat. Und es ist wirklich ein Liebesbeweis an diese Gruppe. Wir haben den Begriff alte, weise Männer in diesem Buch einmal ganz neu definiert, weil wir gesagt haben, es geht als Gegenbegriff zu den alten weißen Männern, die ja in der Gender-Debatte auch so, ist es. So ein bisschen diskreditiert werden, in die Schranken gewiesen werden mit ein diesem Begriff. Ein bisschen ist ganz wunderbar formuliert. Wir fanden eben ein bisschen zu sehr, viel zu sehr. Und gleichzeitig ist dieses Buch aber nicht nur zu verstehen als ein Plädoyer oder eine Hommage an diese alten weisen Männer, sondern wir haben für uns definiert, ein alter weiser Mann ist jemand ab dem Lebensalter von 70 Jahren. Einfach begründet dadurch, dass du dann rückblickend eine Lebensleistung. Ja, ich habe vorhin schon gedacht, ich hätte ja fragen können, aber dann habe ich gedacht, ich glaube, das kommt zu jung, nicht hin. In 30 so, Jahren. So, siehst du? Also, vielleicht schreiben Sie einen zweiten Band. Ja, in ein paar Jahren melde ich mich. Weil dann würde ich mir wünschen, dass es erstmal um die alten weisen Frauen geht, bevor es ein Band dann in der Fortsetzung gibt. Judith, du sprichst das an, und das ist etwas, was uns natürlich sehr viele entgegenbringen. Die sagen, warum nicht weise alte Frauen? Weil wir gesagt haben, ein Glück, Gott sei Dank, ist das Wort oder diese Identität alte, weiße Frau kein Feindbild. Aber der alte, weiße Mann ist es in unterschiedlichsten Theorien, teilweise losgelöst vom Alter, teilweise mit einem gewissen Alter. Und wir haben gesagt, es geht uns darum, eine Debatte anzustoßen, aber eine konstruktive, das Feindbild aufzulösen und zu einem besseren Miteinander zu führen. Und das ist auch nicht, ich sage jetzt mal, in so einem theoretischen Gespräch entstanden, sondern die Nena Brockhaus und ich, wir pflegen beide wirklich echte Freundschaften zu alten Männern. Bei mir persönlich ist es mein Mentor Heiner Bremer von RTL, mein Pferde. Früher Stern. Ja, guck. und dann eben auch Stefan Aust, der mit mir den Pferdesport, mit dir die Liebe zu den Pferden teilt. Der ehemalige langjährige Spiegelchefredakteur. Ja, auch Journalist, genau. Und ich durfte auch eben Wolfgang Reitzler treffen, jemanden, wo ich auch sehr stolz bin, dass ich sagen darf. Genau, eigentlich ein totaler Wirtschaftsmann. Ich finde, das eines der schönsten und tollsten und faszinierendsten Gehirne auf zwei Beinen, die ich kenne. Ein ganz toller Mensch, und den darf ich auch als meinen Freund bezeichnen. Und daher ist das eben ein Plädoyer, das wirklich aus einer autobiografischen Überzeugung entstanden ist, aber eben auch in einer Aktualität steht aufgrund dieser Zeitgeistdebatte. Mhm. Ihr habt insgesamt 10 Männer interviewt, 5 hast du interviewt, 5 hat die Nena Brockhaus interviewt. Mhm. Du hast dir Männer ausgesucht, hast du gerade schon angesprochen, die mit dir auch was zu tun haben. Was kann man denn nun von diesen Männern lernen, was die Debatte, die derzeitige, nach vorne bringt in euren Augen? Ich würde sagen, eine ganze Menge. Also wir könnten jetzt anfangen, das wäre abendfüllend, weil ich auch schon unser Gespräch vorhin im Vorraum und auch gerade sehr genau belauscht habe. Und ich habe ganz viele Parallelen. Bei Charles-Maria so ist gehört zu den Herren, mit denen wir gesprochen haben. Und ich habe ja auch, mein 5. Mann ist mein Vater.
Und die also der fünfte Mann, den du interviewt hast. Den ich interviewt habe. Es ist immer noch Christian Lindner, oder? Gibt es da was Neues? Nein, also der aktuelle Ehemann. Gut. Du bist bestens informiert. nein, genau. Und wir haben gesagt, dass deren Werte, an denen wir beide uns als Autorinnen mit Anfang 30 auch ehrlich orientieren, eigentlich Leuchttürme sind, die die Gegenwart so nötig hat. Das ist angefangen vom Leistungsprinzip, der Glaube und auch das Vertreten, das Anwenden des Leistungsprinzips. Dazu gehört eben auch Disziplin. Dazu gehört eine gewisse Geradlinigkeit. Also diese 10 Männer, ich sag mal, denen ist heute wirklich auch irgendwie so ein bisschen, die reden so ein bisschen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, nicht ein bisschen sehr. Und die sagen, was Sache ist. Ja? Ob das jetzt, ich sage mal, mit Samthandschuhen dann dem einen oder anderen eben nicht passt, weil er sagt, ich brauche dann einen anderen Zuspruch. Die stehen für sich ein und haben Ecken und Kanten. Das sind Charaktere. Und Nena und ich haben gesagt, es mangelt in der Gegenwart gerade eigentlich an genau diesen Charakteren, die Dinge klar benennen, die schieflaufen, die auch Vorbilder sind und eintreten, wenn es mal unbequem ist, und die keine Scheu haben, sich die Finger schmutzig zu machen, sondern eben auch im hohen Alter, und das ist ja in unserem Buch auch bewiesen, angezeigt, immer noch brennen für ihre Leidenschaft.